Hier in Erlangen kann man Materialwissenschaften und Werkstofftechnik studieren oder Nanotechnologie. Ich habe mich durch die Schnupper-Uni für Materialwissenschaften entschieden, da Materialien überall drinstecken. Die Werkstoffcharakterisierung fand ich schon in der Vorlesung sehr interessant. Als ich im Anschluss zum Professor gegangen bin, habe ich gleich einen Studentenjob im Labor bekommen können. Das Professor-zu-Studenten-Verhältnis in diesem Studiengang ist super. Ich habe in Erlangen Nanotechnologie studiert, weil ich von diesem Fachgebiet sehr fasziniert bin, weil es viele potenzielle Anwendungen in der Zukunft bietet, sei es in der Medizintechnik oder auch in der Energietechnik. Und insbesondere fand ich in Erlangen sehr schön, dass sowohl die Naturwissenschaften als auch die Ingenieurswissenschaften miteinander kombiniert werden in diesem Studiengang. Werkstoffe haben bei der Entwicklung neuer Technologien eine Schlüsselfunktion. Das Department Werkstoffwissenschaften in Erlangen befasst sich umfassend mit naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Themen der Material- und Werkstoffforschung. Dies spiegelt sich vor allem in unseren Studiengängen Materialwissenschaft und Werkstofftechnik und Nanotechnologie wider. Unsere große Bandbreite an Forschungsaktivitäten und Themen lassen wir stets in die aktuelle Lehre einfließen. Als eines der größten Departments im Bereich Material- und Werkstoffforschung in Europa sind wir international sehr stark vernetzt und ermöglichen unseren Studierenden durch zahlreiche Kooperationsprojekte Aufenthalte im Ausland. Das Beste hier in Erlangen ist, dass ich mein Pferd mit hernehmen konnte und jeden Tag Ausritte in den Tennenloher Forst unternehmen kann. Hier in Erlangen sind die Musikkonzerte und das Theaterprogramm top. Außerdem kann man hier richtig gut shoppen gehen. Und danach sich in der Kneipe zu hocken und was zu trinken, ist doch toll, oder? Ich hatte jetzt gerade noch einen super Feierabendflug hier am Walberla. Und die Metropolregion an solches ist einfach hervorragend für Freizeitaktivitäten, sei es Mountainbiken, Klettern oder eben auch Gleitschirmfliegen. Aber zum Abschluss geht es jetzt noch auf die Bergkirchweih, noch ein Bierchen mit den Kollegen und Professoren trinken und ein bisschen feiern.